Moin moin und herzlich willkommen liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge hier Let's Play LS19 zusammen mit mir zu durchleben mit Pferden. Ja, wir kaufen jetzt die Pferde und zwar alle hier. Pferd Schimmel, eigentlich egal, ne? Schecke. Kaufen wir zwei Schimmelpferde, kaufen wir Braune, Schwarze und hier Schwarzbraun. An den 12 können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brauchen wir noch 4 mehr. Fuchs. Decke und 2. Ne? Bestätigen. Voll, oder? Guck mal. 60.000 Tiere heißt, das sind 12 Stück plus 3.600 Transport. Das ist gut. Geht so, ne? Aber passt schon. Also, jetzt brauchen wir relativ schnell Tiere. Müssen nämlich da jetzt so eine Wasser und Stroh, Hafer und Heu. Ansonsten klappt da gar nichts bei den Viechern. Ich hoffe, dass der Trigger so gesetzt ist, dass wir das, wenn wir das jetzt hier abladen, auf der Plattform, wenn wir da durchfahren, dass er uns die Ballen schön runternimmt. Ich bin die ganze Zeit im falschen Film, glaube ich. Ja. Ja, da sind wir. So. Und abladen. Gibt das nämlich alles hier drauf. Und jetzt hoffe ich, dass er uns das runternimmt. Ich hoffe natürlich, dass er hier beides akzeptiert. Stroh und Heu. Yes. Oh, leider nicht. Da macht Stroh aber auch keinen Sinn. Wo will er denn Stroh haben? Mittendrin oder wo? Da müssen wir erstmal suchen. Und Heu, gucken wir mal kurz. 48.000 Liter Heu ist voll. Das passt aber perfekt. Unsere erste Grasernte. Das heißt, die Pferde haben zumindest schon mal ein bisschen was zu futtern. Gut. Heißt auch, wir wollten jetzt noch nicht sofort einen zweiten Pferdestall machen. Wir können ja auch erstmal mit einem anfangen. Müssen wir nur noch gucken, wo werden wir Heu los? Rückwärts hier rein? Ich denke schon, ne? Mit dem Anhänger natürlich problematisch. Wo wollen sie denn ihr Stroh haben, bitte? Gut, dass wir uns das anzeigen lassen können. Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, der Trigger. Und da müssen wir einen Ballen. Aber es macht nichts. Komm, wieso, was mache ich denn? Machen wir es von draußen. Ich lade den Ballen erstmal wieder auf. Versuche jetzt hier wieder rauszukommen. Vielleicht mal ohne die Anzeige, danke. So, Pferde. Ja, schreibt mal in die Kommentare, die Leute, wer von euch möchte, dass ihr einmal mit dem Pferd über die Karte reitet. Dann schreibt es mir gerne rein. Ansonsten sind für mich das auch eher Nutztiere, ne? Also mir ist nicht hier derjenige, der die Pferde pflegt oder sie toll findet, sondern ich möchte die Pferde haben, weil sie uns Reichtum bescheren. Reichtum ist übertrieben, aber sie sollen uns gute Einnahmen bringen, auf jeden Fall. Abladen. Jetzt ganz weit rüber. So weit wie geht. Ich hoffe, es geht so weit. Hier weiter ist, hier geht nicht. Wir müssen näher ranfahren. Ja, das sieht cool aus mit den Beinen, wenn sie so rumfliegen. Problem ist aber, wir müssen hinter das Teil kommen und das muss da gerne runterfallen. Irgendwie so, oder? Hä? Dann müssen wir doch mal da reinfahren, noch mal kurz und gucken, für den richtigen Trigger finden. Oder keiner nimmt dann nur lose Stroh an. Nee, der nimmt doch auch Ballen an. Kann er erzählen. Hier haben wir jetzt schon gemerkt, können wir welche kaufen. Vielleicht können wir da auch Stroh reinpacken. Das haben wir jetzt noch nicht getestet. Oder pass auf, dass das der Strohbereich ist. Das ist, glaube ich, nur so eine kleine Halle, die man hat. Da sehe ich keinen Trigger drin. Sonst wäre ich jetzt reingegangen, hätte die Karte schnell geändert und den Zaun hier weggenommen. Nee, sehe ich so nicht. Was ist hier denn passiert? Können wir sogar weg. Okay, keine Kollision.
Hilfe E hat eine Arbeit erfolgreich beendet. Ja, da müssen wir uns auch gleich drum kümmern. Das ging jetzt erstmal darum, dass wir hier die Tiere jetzt erstmal haben. Hier ist mit Palettenteil. Aber warum nimmt er denn nicht? Hier ist doch der Strohträger. Ist der. Ach nee, ist nicht echt fehlerhaft, oder? Jetzt. Wo nimmt er denn sein Stroh? Doch vorne draußen? Vielleicht nur vorne auf dem Boden draußen? War nicht hier drinne? Oh, hier hinten ist auch noch ein. Hier ist das beste Stroh. Nervt natürlich ein bisschen, wenn man nicht genau weiß, wo man. Wehe, das Teil ist fehlerhaft. Da muss ich es noch umprogrammieren am besten. Wäre ja richtig ätzend. Das ist ein Tor, das hat einen Trigger. Also ihr seht, wie die Pferde, ne? Den Kollisionsboxen von den Pferden. Ich nehme es mal wieder raus, nervt euch bestimmt. Wasser ist klar. Müssen wir auch reinschaffen gleich noch, bevor wir irgendwas anderes machen. Hier auch nicht. Hier war doch eigentlich nur Futter, oder sehe ich das falsch? Auch nicht. Nee, nicht im Ernst irgendwie, ne? Ich krieg ja den Strom hier rein. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht gibt es auch von dem Stall schon neueren. Aufmachen kann ich die Dinger nicht. Ich habe es beim Wasser noch nicht versucht, aber das wird ja auch echt kalt. Ja, und habe ich mir das Falsche gekauft, glaube ich. Mit dem zweiten kaufen, wir können die Pferde auch umsiedeln, oder? Keine Chance. Den Ballen erkennt er ja, das sehen wir ja vorne, ne? 4000 Stroh. Pferde, wo wollt ihr denn Stroh hinhaben? Als Einstreu wollt ihr Stroh haben? In loser Form oder wie? Ist ja auch machbar, dass er gar keinen Beinvernichtungsträger hat, sondern dass es nur in loser Form vorhanden ist. Ach, aber. Müsste ich die Ballen immer da reinladen, dann weiß ich auf jeden Fall, dass wir in Zukunft losen Stroh hier irgendwo sammeln. Eine Scheune brauchen und da losen Stroh reinhämmern. Ich will einmal kurz mit euch was testen. Beim Tiere. Gibt doch den hier, ne? Das ist ein Einstreuwagen. Oder Mischwagen mischt Silage, Heu und Stroh. Oder hin zum Kühe füttern. Einstreulade Strohballen, um den Boden des Kuhstalls mit Stroh zu bedecken. Der kostet nur 2000. Und irgendwie einen Ballen rein und dann wird da irgendwie Stroh mitgemacht. Dann nur mal um zu testen, ob wir damit was werden können. Tut mir leid, Leute. Dauert jetzt alles ein bisschen länger. Ist auch echt so nicht gewollt gewesen. Aber ist nichts. War die Mission noch nicht fertig? Doch. Habe ich gerade eben gar nicht mitgekriegt. Ich möchte jetzt erstmal keine weitere Düngermission annehmen. Wo wir eigentlich nicht durch sind mit den Pferden. Die Pferde machen Probleme. Aber es ist halt möglich, dass da kein Ballenannahmetrigger drin ist, sondern man das echt in loser Form da reinstreuen muss. Das ist ein bisschen unpraktisch für uns, weil wir so viele Ballen da haben. Aber die kriegen wir auch gelöst. Problem. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir hier auch erstmal gleich dann kalken. Hier muss Kalk rauf. Und bei Kalk wissen wir, haben wir viel zu tun. Da müssen wir mehrmals zwischenfahren und wir haben noch gar keinen Kalk auf dem Hof, ne? Das war bisher nur Dünger. Setzen wir gleich noch einen Kalk daneben. Ja, ist immer die Frage, was machen wir jetzt zuerst? Ich denke, Pferde haben wir, ein bisschen Heu haben sie, Wasser sollten sie noch schnell kriegen, das ist ziemlich einfach gemacht. Und dieses komische Teil müssen wir uns dann mal organisieren.
So, stellen wir mal hier hin zum Reinigen. Die Mission ist noch nicht ganz abgeschlossen, da fehlt noch ein bisschen was. Das ist natürlich auch eine Überlegung, dass wir noch eine kleine weitere Düngermission annehmen, wenn wir noch eine finden, damit wir den Düngerstreuer leer kriegen und unser Feld kalken können. Wenn wir das wieder irgendwo hinstellen, haben wir wieder so viel loses Zeugs auf dem Hofplatz. Ich mag das nicht, wenn man überall diese losen Paletten immer hat. Genau, hier müssen wir hin. Auch gleich beenden, dann gucken wir. Also passend wäre natürlich Feld 15, da würde ich sagen sofort. Bevor wir nämlich soweit mit dem anderen Kram sind, hat der Feld 15 schon gemacht. So, abschließen. Seht ihr die Feld 15 irgendwo? Ne. Wir hätten noch 17 Düngen. 7 Düngen. 17 ist ja schön in der Nähe, ne? Anführungsstrichen. Das ist nur der, also wir sehen es von hier eigentlich praktisch. Wir müssen noch einmal rüberfahren. 17. Den losschicken. 127.000 trotz Pferden. Also wir sehen, wir haben echt wieder Geld. Wir können uns noch weiter das Grasfeld zum Beispiel gönnen, aber warten wir auch erstmal mit. Wir können doch überlegen, dass wir die große... Nee, wir warten jetzt auf den Class Axiom. Wenn wir den haben, die große Seemaschine und dann den noch einen Drescher und dann Land. Erstmal brauchen wir gleich noch einen Wasserwagen. Ich denke, der 8000er wird für die Pferde reichen, oder? Brauchen wir echt. Auch direkt immer aufladen können direkt. So, 17. 3 blinkt wegen großer Nachfrage. Das machen wir jetzt nur, um irgendwie noch einen 1000er an Dünger oder so, da am besten 1200 an Dünger rauszukriegen, damit wir nicht so viele Paletten gleich wieder auf den Hofen. Hof raufwerfen. Geht das vorgewendet und in die Richtung schicken wir den los. Ich glaube, mit diesem Stroh-Einstreu wird es funktionieren. Also, ich bin da ganz guter Hoffnung. Wenn ihr es wisst, ne, könnt ihr gerne reinschreiben, aber ich denke, dass. Muss mit dem haben. Ja, Probleme mit den Pferden hier, ne? Aber eine ganze Menge Pferde. So, ja, genau, so können wir reiten. Aber das ist jetzt eigentlich noch nicht der Plan gewesen. Aber wir haben Pferde. Nicht schön. Haben wir mal gesehen. Das war Harry. Harry ist die ganze Zeit schon auf der Weide, aber das sagen wir nicht. Den Strohballen mal wieder mit raus. Wir müssen ja eben gleich. Werden die eigentlich größer, die Pferde, oder werden sie einfach nur mehr wert? Weil irgendwie so richtig wie stattliche Hochleistungspferde sehen die Pferde hier nicht auch. So, genau. Ballen springt schon von alleine weg. Ist optimal. Wenn wir immer nur ein Bein zur Zeit einstreuen können, das wäre auch echt hübsch. Arbeit, ne? Das ist wieder geschickt, wenn man mit der Tastatur fährt, was Lenkrad auch vor sich hat in Schrägstellung. Wahnsinn. Ne, sollen wir denn heute machen? Wir haben ja noch eine Folge heute, das ist mega cool. Dann machen wir das. Dann lass uns doch jetzt noch Soja schnell wegfahren. 1600 immer noch am Hafen. Müssen wir noch mal so weit fahren. Und damit wir hier die Hafer anpflanzen können. Ist dringend, auch dringend Hafer. So, weil wir kommen ja bald wieder in den Bereich rein. Also es ist so wichtig, dass wir es, meine ich, dass wir jetzt damit starten, damit wir es vor der Nacht hinkriegen.
Weil in der Nacht wächst es ja, mit Wachstum werden wir dann wieder rein, das wächst relativ zügig. Wir müssen uns da noch ein bisschen Weg machen, könnten wir ganz gut. Mal schauen, ob das wirklich, also wenn es jetzt nachher funktioniert, können wir vorstellen, dass wir voll in Pferde gehen und noch einen zweiten Pferdestall kaufen. Überlegt euch mal, wir hätten nachher 24 Pferde irgendwann zu verkaufen und ey, wir würden damit 1 Million verdienen. Gut. Steht ja kein Verhältnis zu dem hier Thema Milch. Milch haben wir bei uns im Bühnenprojekt am letzten Wochenende ja wieder gesehen. Hat einen Aufwand dahinter hängt, irgendwie 50 Kühe glücklich zu machen. Da brauchen wir schon hammer viel Futter. Und der Ertrag an Milch, 10.000, das ist mein Verhältnis. 10.000 zu 1,2 Millionen. Stimmt nicht ganz, ja? Aber man muss auch sagen, klar, normalerweise hat man auch einen Aufwand. Kein Mensch würde es hier schaffen, zeittechnisch 20 oder 24 Pferde zu reiten. Macht man den ganzen Tag nichts anderes, außer die Pferde ausreiten. Aber das ist für euch auch zu langweilig, deswegen haben wir den Felde. Hier der Helfer-Mod mit am Start, der reitet uns immer nachts um 11 die Pferde, macht sie klar sozusagen. Das sind dann hier die Reitbeteiligungen, die bei uns Pferde reiten dürfen. Ferien auf dem Ponyhof, so nach dem Motto. Das ist ganz gut. Und so werden denen auch Tag für Tag mehr wert. Und darum geht es ja eigentlich nur. Wir wollen da neben dem Holz, unsere Haupteinnahmen aktuell mit Düngermission, Holz und Pferden machen. Wir werden später mit Sicherheit noch weitere Tiere aufnehmen. Alleine schon aus Prinzip. Ist auch viel Platz auf dem Hof. Rundherum, um weitere Anbauten und dann noch weitere Tiere unterzubringen. Ich denke schon, dass wir da was machen sollten. Da ist eine Schafe zum Beispiel, die auch relativ pflegeleicht sind. Ein bisschen, auch die brauchen ja auch noch ein bisschen Gras, Heu oder so. Bietet sich ja an, wenn wir eh für die Pferde auch immer das brauchen und Wasser und schon fertig. Und produzieren sie Wolle. Und ab und an verkaufen wir das mal. Braucht man natürlich in ein paar Wochen dann auch wieder sowas wie Palettensammler zu haben, die einem die Paletten weiterschieben. So, da sind wir wieder mit unserer Ladung. Letzte gute Tat für die Folge heute, denn ja, heute Nachmittag gibt es noch eine weitere Folge. Und ist wie gesagt ganz, ganz knapp gewesen. Es kann sein, dass ihr jetzt nach meiner Aufnahmesession tatsächlich ihr noch die Marke durchbrochen habt und dann habt ihr eine Folge gut, die dann irgendwie demnächst hier kommen wird. Das gucke ich dann nach. Später nochmal nach. Berichte. So. Mit dem Rest Soja. Oder die Pferde nicht. Auch nix. 43.000, damit haben wir 270.000, das ist echt heftig. Aber wir wissen auch ein großes Feld rundherum, was wir bräuchten, wäre halt zum Beispiel 15 oder 14, was nah am Hof ist, was praktisch ist. Und dafür müssen wir nochmal das Doppelte sparen, aber klar, wir wollen eh erst den großen Traktor haben, wir wollen eine große Sämaschine haben. Ich glaube, der Axion wäre schon fast drin, oder? Müssen wir nicht immer ganz so viel und her switchen. Aber zwischendurch mal einen Traktor einfach mal ein bisschen stehen lassen. Und ja. Würde ich sagen, gucken wir uns alles in der letzten Folge heute Nachmittag an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, natürlich gerne mal so ein Like da lassen, einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr später wieder reinschaltet. Bis dann, vielen, vielen Dank und tschüss.